runter geht und weiter über den Truppenübungsplatz weiter zum ehemaligen Dorf nach Jägerbrück. Und haben die ehemalige Dorfstelle von Jägerbrück erreicht. Jägerbrück wurde auch ein Opfer des Truppenübungsplatzes. Die Randebrücke in Jägerbrück. Und darunter geht es weiter durch den Wald und dann über die Landstraße nach Ahlbeck weiterhin zum Engadiner Bärenkamp. Wir haben nun gleich den Bärenkamp erreicht. Wir haben nun gleich die Bärenkaverei. Von hier aus haben wir nur einen herrlichen Blick auf Engadin. Nun haben wir die Bärenkaverei. Der Bärenkamp, das waren einmal alle ehemalige Turmgruben. Dann geht nachher weiter durch die Wiese zum Engadiner See. Die Beek am Engadiner See. Nun haben wir den Engadiner See erreicht. Hier sehen wir nur die Aussichtskante am Engadiner See. Von oben, von der Aussichtskante, haben wir einen herrlichen Blick über den Engadiner See. Engadiner See ausgehend ist er weiter nach Engadin-Burghorst. Nun haben wir Engadin-Burghorst erreicht. Hier standen einmal einzeln ein paar Häuser, aber heute wohnt hier keiner mehr. Alle Häuser wurden abgerissen. Es sind nur noch Reste von Burghorst geschieden. Hinter Burghorst ist dann noch ein kleiner See. Auch dieser See war mal eine ehemalige Turmgrube. Nun geht unser Rundgang weiter durch den Wald am Erlbruch vorbei zum Engadiner Kalkberg. Der Erlbruch.
Nun haben wir gleich den Eggesiner Kalkberg erreicht. Der Eggesiner Kalkberg. Der Kalkberg grenzt direkt am Eggesiner See. Unten am Kalkberg sind immer die Wildschweine zu Hause. Heute waren sie auch gerade zufällig wieder mal da. Nun geht es weiter durch den Wald zur ehemaligen Sprengkopie. Auf dieser Sprengkopie wurde als Sprengpulver hergestellt für die Bomben. Wir haben nur die ehemalige Sprengkopie erreicht. Es gibt hiervon nur noch Reste von zu sehen. Hier auf der ehemaligen Sprengkopie wurde vor 1945 Sprengpulver hergestellt für die Bomben. Hier im Wald in der Nähe von der Sprengkopie begegnen uns auch die Füchse. Hier durch den Wald verläuft auch die Bahnstrecke von Pasenwald nach Hügelmünde. Hier im Wald begegnet uns gerade die Bahn auf der Fahrt nach Hügelmünde. Wir verlassen nun den Wald und unser Weg geht dann weiter über die Landstraße von Hauptwald nach Hügelmünde nach Rohrhoch. Hier wohnt Karl Lutsch von Rojo. Hier ist Karl Lutsch von Rojo sein Zuhause. Jetzt die Stille der ehemaligen LPG, der ehemalige Park von Rojo. In diesem Park befinden sich auch noch viele Teiche. Und leider ist dieser Park total verwildert. Und hier haben wir noch einmal einen herrlichen Blick auf Hauptwalde. Das andere Rojo. Wir nähern so langsam das Ende des 7. Teils von unserer Stadtrundgang durch die Stadt Eggesin. Und dann folgt nachher der 8. Teil von unserem Stadtrundgang.